Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Wir sind hier in diesem Spielelabyrinth gefangen und müssen noch diese Tür hier erkunden, das vierte Element sozusagen finden. Wir halten uns wieder an rechts und laufen hier schön durch die Gegend. Und dann haben wir es schon mal vorweg. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben am Ende da. Und gerne auch einmal den Abo-Button draufhauen und die Glocke knuddeln, damit du nichts mehr verpasst. So, damit haben wir in diesem langweiligen Labyrinth, es geht ja immer nur rechts rum. Ja, weil ich so laufe. Alles erkundet, ne? So haben wir das und jetzt brauchen wir nur das letzte Element. Und ihr seht, rechts hilft immer, weil man kommt an. So, Feuer. Dann haben wir alles und mal gucken. Jetzt kommen wir ja hier oben irgendwo wieder raus und jetzt müssten wir ja durch diese große Tür kommen, ne? Wäre so meine Vermutung. Das heißt, in meinem Kopf ist das so und wenn es nicht so ist, bin ich wieder völlig überfordert. Wie man das ja in Staxel kennt. Da geht's runter. Hallo. So. Grünes Wasser will ich nicht haben. Ihr seht, recht gehabt. Was soll das denn jetzt? Hallo, ich habe keine Lampe dabei. Tja, Sternstaub funktioniert leider auch nicht. Was ist das hier? Warum ist das hier so dunkel? Da oben ist auf jeden Fall ein Balkon. Aber hier sind Gänge. Bevor ich da jetzt hochkraxel, gehe ich erstmal hier entlang. Wahrscheinlich ist das nur so ein Rundgang. Ich kann aber auch nichts erkennen. Also okay, dann ist das ein Jump and Run. Genau meine Welt. Das wisst ihr. Warum eigentlich immer ich? Na toll, wo bin ich denn hier? Auch so das Gefühl, ich muss hier hoch. Da wollte aber einer Spiele-Designer werden, oder? Wenigstens mal Treppen. So, und jetzt soll ich dir aufs Maul hauen, oder was? Ah, scheint so, als hättest du mich übertroffen. Ja, weil ich nämlich hochintelligent bin. Hey, 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 hey. Oh, ja. Gut, dass uns hier keiner sieht. Was für eine Niederlage. Hm? Was? 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 Aber ich weiß, wie ich mich geschlagen geben muss. Du bist eben doch der bessere Gamer, Jamie. Nein, aber wie ich schon sagte, ich... Hier, nimm dies. Deko-Schwert. Möge es den Beginn einer langen neuen Freundschaft besiegeln. Du, verwirrter Mensch... Es tut mir leid, er ist zurückgeblieben. Ich wollte ihn da mitnehmen, aber es ging. Was? Danke, dass du mir Damian für eine Weile vom Hals gehalten hast. Hoffentlich war er nicht zu anstrengend. Er meint es eigentlich gut, aber manchmal geht sein Ehrgeiz mit ihm durch. Ja, danke, dass du mir Damian vom Hals gehalten hast. Genau. So, keine Anweisung. Ich habe ein Dekoschwert. Ich habe ein Dekoschwert. Jamie? So. Wo wir schon mal hier sind, ist schon wieder nach Mitternacht, ne? Ich glaube, ich muss mal nach Hause. Da hinten habe ich den Tropfen gesehen. Dann gehen wir da mal eben ganz schnell hin und ins Bett. Hi, Oskar. Ich habe nur den Müll von der Straße genommen. Ja, so ist das, ne? Das haben wir ja schnell gelöst. Also, aber da seht ihr mal, was für ein Pro-Gamer euer Fussel ist, wa? Richtiger Pro-Gamer. Gut, in vielen Fällen zu blöd, ne, einen Eimer Wasser umzuschütten, aber bei sowas, nicht einmal runtergefallen. Ja, so ist das. Wer kann, der kann. Langweilig. Ja, so ist das immer. Das dauert manchmal ein bisschen.
Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das beschleunigen kann. Aber da seht ihr mal, was ich den ganzen Tag aushalten muss. Ne, wenn du das so spielst und vorbereitest und so, dann hast du echt was zu tun. Ich weiß nicht, warum es nicht fertig wird. Ja. Gut, könnte am Rendern liegen, aber eigentlich auch nicht. Ja, wobei, es rendert sehr langsam, ne? 4 Minuten erst? Oh, 5 Minuten schon. Weil es ist die 210, die da gerade im Hintergrund rendert. Und dann dachte ich mir, nutze ich die Zeit und nehme die 211 auch schon mal auf, ne? Wovon redet der? Von der Folge, Mensch. Hallo, Hund. So, hast du mir was mitgebracht? Nein? Scheiß Viech. So, was haben wir denn hier? Habt ihr noch hier noch zu fressen? Super. Einmal knuddeln, zweimal knuddeln, zweimal knuddeln. Hier draußen genauso. Ja. So. Alle voll Lebensfreude. Dann können wir euch ja jetzt den Rücken rasieren. Warte mal, ich lege mal das hier weg. Kartoschka hat ja auch hervorragend geklappt. Aber ich hatte, wie gesagt, in der 209, oder im Nachgang zur 209, habe ich nochmal mit Jamie gequatscht und dann habe ich ein Herz bekommen. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Ist ja eine Woche her. Ja, also insofern. Das ist wirklich so, ne? Du nimmst das dann wahr und dann denkst du dir so, beim nächsten Mal, denk dran, ne? Ja, ja, beim nächsten Mal. Ja, ja, beim nächsten Mal. So. Oh. Eine Bienenkönigin. Wusch. Jetzt gehörst du mir. Sollen wir die noch verkaufen? Soll ja Geld bringen. So, ein Gelee-Stern. Hervorragend. Dann müssen wir uns jetzt um die Früchte kümmern und können nochmal eben die anderen Gelee-Sterne gucken. Ja, die tägliche Morgenroutine, das ist wirklich so. Ich habe wieder alles hingehangen, ne? Ja. Gut, dass ich dieses Brett mal irgendwann gefunden habe. Hat ja nur 150 Folgen gedauert. Oh, Kirschen. Und auch das hier sieht alles fertig aus. So, einmal rausrupfen. Schön. Und dann müssen wir uns noch um die Hühner kümmern und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Morgenroutine. Sterne haben wir ja gestern gefunden. Hi. Heute bist du der Erste, Ken. Ja, ich weiß, du bist der Hahn im Korb. You are the sunshine of my life. Habe ich dich vergessen? Aber du bist eher jetzt hier reingerannt, oder? Da hinten ist auch noch eins. Ach ja, Sunshine Braun. Die dunkle Sonne von Barbados. Irgendwie so, ich habe keine Ahnung. So, 5 Eier haben wir. Dann haben wir auch alles zusammen. Sehr gut. Ihr könntet noch ein bisschen Hühnerfutter gebrauchen. Warte mal, wir nehmen mal das Schwert hier auf Seite. Nehmen uns mal ein Hühnerfutter. Streuen das noch hier hin. Und gefüllt mit 8 Einheiten. Na, dann könnt ihr ja essen. Also die müssten auf jeden Fall genug haben. Finde ich. Ja, nee, mach ruhig. Alles klar, alle bekloppt in dieser Stadt. Alle bekloppt. So. Das mal nach unten hier. Das nach oben. Das muss alles verräumt werden. So, hier haben wir Gelee-Stern, hier haben wir die Milch, hier haben wir die Böhnchen und hier haben wir irgendwo die Kirschen. Da, ich glaube, das sieht wie eine Kirsche aus. Komm, nimm mal die Kirsche und nee, so und so. Leg die mal so hin, dann kann ich das besser erkennen. Jetzt müssen wir uns hier noch um die Eier kümmern, damit ich da auch welche hinlegen kann. So. Immer was dabei trinken, damit der Hals nicht ganz rau wird. Ach ja, wir müssen ja noch auf jeden Fall mit Jamie sprechen und wir müssen auf jeden Fall uns um die Pilze da hinten kümmern. Denn die Quest haben wir ja auch noch. Ich erinnere mich da ganz dunkel an die wunderbare... genau. So, Jamie, wo ich dich gerade hier habe. Du wirst es nicht glauben, Fettel P, aber sie haben mein Projekt realisiert.
Damian, ja, er ist ziemlich leidenschaftlich, könnte man sagen. Er ist wohl noch schlimmer geworden, seitdem ich weggezogen bin. Vielleicht beruhigt er sich ja ein wenig. Er wurde vorher noch nie in einem eigenen Spiel geschlagen. Dabei muss ich zugeben, dass ich das Spiel zu gerne in unserer Spielhalle hätte. Ich musste ihn irgendwie dazu überreden, dass er uns zur Verfügung stellen. Tut. Aber egal, darum kümmern wir uns später. Während du weg warst, haben wir uns ziemlich nett unterhalten. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Hier hast du richtig viel Geld, einen Bubbel und damit sind wir beste Freunde. Es kann ja nicht viel, aber du kannst jederzeit in der Spielhalle vorbeikommen. Ja, darf ich. Ich habe sie nämlich gebaut. Wir werden einen gewissen jemanden in nächster Wohlzeit öfter sehen. Ja, Videospiele ist nix so gute für die deutsche Sprache. Was? Ja. Wie findest du die Spielhalle? Super, hab ich gebaut. Ziemlich cool, oder? Wenn du wüsstest, was für ein Aufwand es ist, diese Spiele zu entwickeln. Ja, wenn du wüsstest, was für ein Aufwand das war, die Spielhalle zu bauen. Aber er hat nicht gefragt, ob er bei mir einziehen darf. Aber braucht er ja nicht, er hat ja ein eigenes Haus. Wer übrigens das gebaut hat, weiß auch keiner genau, ne? Also diese Dorfeinwohner, Bewohner. So. Warum habe ich die eigentlich nicht bei mir? Aber ich sollte die ja in den Dorfbereich bauen, ne? So, dann verteilen wir nochmal Wackelköpfe. Wie heißt der? Jamie, ne? Nerd. Ja, es ist nicht alles übersetzt worden. Wo haben wir denn N? Live. Oscar. N-O. Also, hier müssen wir rein. Vertan, sprach der Hahn. So. Klappt auch nicht immer, ne? So, dann fangen wir mal an. Nerd Wackelkopf. Natürlich drehen. Weiter geht's. Kam dann Oscar? Ja. Kann das sein, dass die später implementiert wurden und deswegen Fehler in der Ausrichtung sind? Manchmal ist das ein bisschen komisch. Und was mache ich jetzt mit diesem Schwert? Ach, das, warte, das ist doch hier aus einer Quest, ne? So. Und auch wieder falsch. Das Schwert. Ja. Ja, das passt doch hier ganz gut rein. In die grüne Ecke. Bei Jamie war alles grün. So. Dann haben wir das doch auch. Hervorragend. Und jetzt? Morell? Zeit ist nicht unbegrenzt, Fettelpi. Finde und pflanze die zwei Arten von Pilzsamen, rupf sie aber nicht aus. Einer liegt tief im Untergrund und der andere hoch oben im Himmel. Dieser Riesenpilz kann dich notfalls zurückbringen. Ja, aber das habe ich ja gemacht. Also müssen wir jetzt abwarten. Streunende Katze, was hast du? Das ist der Kleidungswagen. Du hängst fest. Ja, dann viel Spaß. Roan! Einen haben wir doch noch, mindestens. Roan, Roan. Hasi. Ach, hi. Fettelpi, was kann ich heute für dich tun? Lass uns mal plaudern. So, das ist halt... Ich mache das jetzt... warte mal, ich gebe dir jetzt mal den Kartoschka. So. Hier. Nee, bleib mal stehen, sonst geht die wieder woanders hin. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, doch, die ist für dich. Wie hübsch, jetzt brauche ich nur noch einen richtigen Platz dafür. Bla, bla, das kennen wir ja alles schon. So. Wann aber... Ne, weißt du, wann aber passiert das? Wir müssen ja... Ist nur noch er, oder? Oder gibt es noch einen? Ich wüsste ehrlich gesagt keinen mehr. Schön, dich zu sehen. Das ist sehr, sehr großes Geklicke bei ihm. Das ist echt unangenehm. Ja. Also die anderen kannst du so durchklicken, aber hier muss ja auch immer noch mal aufpassen, ne? Und das heißt ja, je öfter du die klickst, desto mehr interessierst du dich für die und dann gibt es irgendwann ein Herz. Vielleicht bei ihm erst morgen, aber wir müssen dranbleiben. So, jetzt fragen wir nochmal eben, ob es irgendwelche Gerüchte gibt. Angeblich hat Kirana ein paar Schwierigkeiten. Alles klar, dann suchen wir die alte Hexe mal. Hexe. Ach du Kacke. Oh, Max ist auf dem Weg. Da muss ich intervenieren.
Wir wissen genau, Max und Hexe, das gibt wieder... Kannst du mir mal ein Töpfchen Gold zaubern? Die Stadtkasse ist schon wieder so leer. Ich weiß auch nicht, irgendjemand klaut da. Ich glaube, der Oskar ist das. Auf gar keinen Fall wählen. So läuft das hier ab, glaubt mir. Das ist, Staxel ist das Moloch der Intrigen. Ja. Das sind immer so weite Wege. Könnte die Insel mal ein bisschen kleiner sein? Nein, bloß nicht. Ja, ich habe den Stein gesehen. Ich lasse ihn liegen. Was? Ja, ich lasse ihn liegen. So. Oh, mir kribbelt es aber in den Fingern. M. Seht ihr? Gutes Gespür, ne? Ich wusste ja nicht, dass die hier hingegangen sind. Max, ich helfe dir. Ja, ein Erntefestival, bla und blub und weiß ja. So, ich gehe schon mal vor und kündige dich an, damit alle flüchten können. Max kommt. Oh nein, ich kann meinen gelben Voxelboy nirgends finden. Was soll ich denn jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Na, ich guck mal, wo du den denn... Wo hast du den denn? Ja. Ist ja gar nicht so ungemütlich, die alte Pilzhütte. Ein bisschen eng vielleicht für so fette Menschen wie mich, aber... Ja, wo wird die denn ihren Voxelboy verloren haben, oder? Jetzt mal ernsthaft. Wenn du den nicht aus Versehen eingesammelt hast, da bist du doch... Da hast du doch gar keine Chance. Wenn der wenigstens schimmern würde oder so. Das Einzige, was ich noch gucken könnte, ob ich noch einen Voxelboy habe. Wenn ich den jetzt nicht durch Zufall finde. Na gut, ist nicht ganz so wichtig. Oh, ein fetter Schmetterling. Und insofern mache ich mich mal auf den Weg zurück nach Hause, weil es ist Abend und morgen wartet wieder eine Menge Routine auf uns und die Folge ist auch schon rum. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Denkt nochmal an den Daumen nach oben, denn die View-Zahlen steigen, die Daumen aber nicht. Das verwundert mich. Es gibt Gott sei Dank auch keine Daumen nach unten als klares Zeichen. Boah, bist du scheiße. Aber mich würde natürlich schon freuen. Ihr wisst ja, jede Interaktion bringt am Ende Erfolg. Deswegen soll da auch mal was tun. Dafür ist ja kostenlos. Los, jetzt macht den Daumen nach oben. Los. So, genug geheult und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns übermorgen schon wieder zur 212 von Staxel oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Mach es gut, bis dahin. Ciao, ciao.